Ich sehe diesen Struggle in seinem Gesicht. Guck mal, der weiß gar nicht, was er machen soll. 3, 2, 1. Ui, yeah. Yo, Freunde, was geht ab? Wir müssen ein bisschen leise sein, weil wir sind gerade bei Eli zu Hause. Dem Polizisten unseres Vertrauens. Und der Junge schläft noch und wir haben heute was richtig Nices mit ihm. Oh. Ich glaube, der wird gleich wach. Es ist heute Nikolaus hier bei uns und deswegen dachten wir, beschenken wir den Eli mal ein bisschen. Da liegt er, der kriegt noch gar nichts. Der kleine Eli. Oh, ist er wach geworden? Mensch, kleine Eli. Hallo, hallo Eli, na, wie geht's dir? Probieren hier rein, ey. Du bist durchs Fenster geklettert. Ah, wie geht's dir, mein Junge? Ich wohne in der 5. Etage, Brudi. Was geht, Bruder? Alles gut? Unsere Intros. Wir beschenken den Eli heute, weil er hilft ist uns schon mal lachen. Nee, Nikolaus, deswegen. Er hilft uns immer erst bei den Fußballvideos am Start, aber er kommt immer vom Bausteller, deswegen hat er keine Fußballklamotten und wir kleiden ihn heute komplett ein. Vom Kopf bis Fuß. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, Lars hat vor einem halben Jahr seine Fußballschuhe geschrottet. Oh, was ist da passiert? Oh mein Gott! Was ist hier passiert, Junge? Leute, niemand hat's gesehen. Was passiert, Jungs? Ja, wird allerhöchste Zeit. Und er hat ihm immer versprochen, neue zu kaufen. Hat sie nie gemacht, man kennt's. Und jetzt übernehmen wir das. Komm. Oder gehen, den Schlappen ist auch okay. Oh, ja, das ist mein Schlafwort für dich. Ich zieh mir schon kurz um, ja. Okay. Er schläft mit Jeans. So, Freunde und Eli, wir sind jetzt hier im Sportladen, gerade bei den Fußballschuhen, aber die gibt's als letztes. Wir fangen von oben nach unten an. Also mit Birnen erstmal. Genau, erstmal gibt's jetzt einen schönen Fahrradhelm, weil der Eli ja immer so gefährlich unterwegs ist. So viele Bälle gekommen. Genau, dann ist er geschützt. Okay, Leute, lasst uns anfangen. Okay, wir suchen ihm beide mal was aus. Hier oben an. Uiuiuiui. Der Loco wird sich darüber freuen, wenn er mit einer Schalke mitzukommen. Wir kaufen hier sowas überhaupt. Noch schlimmer. Boah, guck mal, was das hier für eine schöne Abteilung ist. Siehst du die Fakten? Sich direkt. Passt zu Nikolaus, Alter, ich schwör's. Die haben sogar zwei Regale mit Schalke, Digga. Lass es. Wenn er jetzt jedes Mal mit der Mütze schiebt. Jeder von uns, also Lars und ich, wir suchen jetzt jeweils ein Oberteil und du darfst entscheiden, welches du dir packst. Ja, ist perfekt. Okay, Lars und ich, wir haben uns jetzt jeweils zwei Teile rausgesucht. Lars präsentiert seins als erstes. Bist du bereit? Holzi. 6,5 Stunden später. Ich bin bereit, Bruder. Bist du bereit für dieses geile... Oh mein Gott, Alter. Ich dachte mir, du bist Allmann. Ja. Was hast du dabei gedacht? Das aber gut. Also Deutschland, grau. Ja. Passt irgendwie. Gut, jetzt ist ja schon eine Präsentation, die ich mag. Also, ich halte es mir hinter Kopf, ne? Aber wollen wir erstmal gucken, was der gute Lukas hat, ne? Okay, alles klar. Das Durchgang Nummer 2. Lukas, bist du ready? Ja, ist Eli ready für ich diese Sohn. Ich weiß nicht, was mich erwartet, Alter. Und... Oh! Ihr kennt es alle. Manchester United bleibt dran. Das klassische Oberteil. Rot. Weil Rot steht für Gefahr, weißt du? Boah. Da wissen sie direkt, Eli, der ist eine Gefahr fürs eigene Team. Sag einfach, ob du diese Jacke schön findest. Ich mach schon um, muss ich schon sagen. Also jetzt muss ich ja entscheiden, welche ich davon nehme, ne? Du hast die Qual der Wahl. Geh noch in Detail. Ich bin natürlich Menü drauf, hier bei dem Deutschland. Steht nix. Tut mir leid, Bruder. Mehr war nicht drin. So. Grau ist schon so meine Farbe, weil ich immer so grau bin. Weil du schon graue Haare bekommst. Oh! Okay. Ja, okay, dann wird das hier ein Match, Alter. Das wird ein Match, Alter. Wer sucht die meisten Teile? Weg damit, Alter. Oh, aber jetzt muss natürlich irgendwie dazu passen, ne? Okay, jetzt müssen wir uns daran orientieren. Okay, dann machen wir das nächste Teil. Hier, als kleinen Baby-Eli und wir suchen weiter. Wir suchen jetzt eine Hose, würde ich sagen. Eine Hose, ja, eine Hose. Weiter geht's. Freunde, ich habe meine Hose schon und ich bin mir sicher, Eli wird sie feiern. So, zweite Runde, jetzt sind wir bei den Hosen. Diesmal fängt der Spidey an. Ich bin gespannt, was er ausgesucht hat. Ich weiß schon, was der Eli sagt. Hier eine klassische schwarze Hose. Die Rühlsport auch noch, Alter. Rühlsport. Geht ja gar nicht. Scheint die klassische Menu Fortuna Collaboration. Ich habe doch auf die Farbe geachtet, weil das Rot von Fortuna passt halt perfekt zum Rot von Menu. Es ist halt genau das gleiche Rot, ne? Also das ist die Kombo des Grauens. Nicht schlecht. Oben Menu und Fortuna. Das ist schon mal sehr stabil. Das überzeugt mich schon ziemlich, ja. Ich ziehe mich dann wieder zurück. Das ist eine schöne Protection-Hose, weil du auch immer so oft hinfällst bei den Challenges. Und das ist keine schlechte Idee. Ich habe Angst, dass du dir einfach wehtust. Und außerdem ist die reduziert. Ich will auch nicht so viel Geld bezahlen. Spaß, ich habe noch eine andere dabei. Bruder, du hast mich schon fast damit überzeugt. Ne? Ich wollte die doch schon nehmen, Bruder. Und das ist so eine stinknormale Adidas-Hose. Rudi, wenn du mal die Videos von dir selber anguckst, dann würdest du auch sehen, dass ich schon habe, Alter.
Hast du die? Oh, oh mein Gott. Oder jeder braucht zwei, ganz ehrlich. Wenn dreckig ist, wird. Bei dir ist safe Loch drin, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du einfach dieselbe nochmal. Gute Einkommen. Oh, die Entscheidung fällt diesmal, glaube ich, besonders schwer. Erzählt nur den Kopf. Bam, bin ich mal weg. Komm, Rudi. Es muss, Fortuna muss dabei sein, Freunde. Nächster Punkt für mich. Okay, 2-0 für Lukas. Und noch ein Trikot suchen wir ihm noch aus. Trikot und Schuhe. Erstmal ein Trikot jetzt für den Torjubel. Falls es dann mal dazu kommt. Jetzt geht's zu den Trikots, Freunde. Wir haben beide ein Trikot rausgesucht für den Bra. Und das präsentieren wir jetzt ordnungsgemäß. Da kommt er. Oh mein Gott. Das ist eine Präsentation. Oh, yeah. Oh. Wir haben ein schönes Hala Madrid-T-Shirt. Oh, chill. Wahrscheinlich T-Shirt. T-Shirt, oder? Trikot. Ist schön. Ja, Brudi, ist schön. Da musst du ein bisschen in der Präsentation arbeiten, weil sonst brauchst du nichts. Du bist so ein Marketing-Genie. Komm, komm, ich zieh an. Ich hab ein Trikot vergessen. Spaß, hier ist es, Freunde. Oh. Das einzig wahre Bra, das einzig wahre Barca-Trikot. Lionel Bra, man kennt ihn. Ey, Klassiko. Um deinen Fußball-Skills gerecht zu werden, Mia San Barca. Das ist schwer, glaube ich, ne? Das ist richtig schwer, das ist die schwerste Entscheidung bisher. Deines Lebens, oder? Klasse Zeit. Hier, fass nochmal beide an. Wiegend, meinst du, schwer, was nicht? Adidas Nike. Ne? Adidas Nike, Barca, Adidas Real, Nike. Das ist halt Boom. Das ist der Boom-Fight, ja. Ja, das ist echt schwer, Bruder. Ich sehe diesen Struggle in seinem Guck mal, der weiß gar nicht, was er machen soll. Du musst nur eine Hand heben. Oh, guck mal, der. Oh mein Gott, das war richtig schwierig für ihn. Richtig Gib schwierig. Mir mein Barca-Trikot, dann kaufe ich mir das. Oh, 2-1. Ehre, Geld gibt's später. Also, wir sind hier bei den Fußballschuhen. Es gibt ein bisschen wenig Auswahl, beziehungsweise nicht die Größe vom Bra. Ja, deswegen das ist schon noch in einem anderen Laden. Wir kaufen sagen, jetzt erstmal dein Outfit, was wir bis jetzt haben, gehen in den nächsten Laden und dann machen wir das noch fertig. Ja, okay, erstmal ab zur Kasse jetzt. So, wir sind jetzt hier an der letzten Station angekommen, Fußballschuhe. Wir haben beide ein paar rausgesucht, wie ihr seht. Nike, Adidas. Das ist wieder das Duell. Das hier Duell. Das Duell. Und am Ende entscheidet natürlich der Eli, welche Schuhe er nimmt. Aber es sind beides richtig geile Schuhe. Also Freshe Schuhe. Die würde ich beide tragen. Okay. Bereit? Ist das schon mal vielversprechend? Ja, ich bin ready. Okay, komm, wir machen okay, beides. Okay. So, Presentation Mode. 3, 2, 1. Ui, yeah. Boah, okay, hat schon einmal den Nike Mercurial bei Lukas. Von Cristiano, ihr kennt's. Adidas Ui. Predator von Horst. In hellblau, was hast du dir dabei gedacht, mein Freund? Ich dachte, du bist oft blau. So Eli, deine erste Eindruck, Einblick, Meinung, was sagst du? Aufmerksamer Verkäufer biete ich dir auch direkt den Schuhanzieher an. Erstmal. Es geht ja auch um die Präsentation hier. Ich dachte, mit dem zieht man Schuhe eher an. Man benutzt anders. Kann man beides machen, Brudi. Schöne Farbe, schöne Material. Also Farbe habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Du kannst ja auch beide anprobieren. Ja, probier mal einen linken und einen rechten an. Müffelt ein bisschen, ne? Merkst du, ne? So käsig auf einmal. Ja, auf einmal so Parmesangeruch in der Luft. Ja, jetzt kannst du den Schuhanzieher benutzen, Bruder. Das ist gut für die Nase, Bruder. Alter, das ist doch da. Da ist ja was drin. Es tut mir leid, Schuhladen. Also, du hast den Schuh ja. Du musst schon in den Schuh rein. Das schwerste der Welt, Schuh. So klein aussehen. Was ist das für kleine Schuhe, Alter? So. Er zieht die Schuhe so über Kreuz an, Alter. Eine Ewigkeit später, der eine Schuh ist jetzt schon angezogen. Der zweite ist jetzt gerade dabei. Ich schwöre, das ist eine eigene Wissenschaft, wie lange der braucht, um Schuhe anzuziehen. So, jetzt hast du den direkten Vergleich. Ein bisschen Präsentation. Freunde, schreibt jetzt mal. Schreibt mir in die Kommentare, welchen würdet ihr nehmen. Welchen würdet ihr nehmen? Links oder rechts? Adidas oder Nike. Predator oder Mercurial. Ja, lauf mal so ein bisschen. Mach mal hier so ein paar Sprints. Genau. Aber mach ruhig den Schuh zu. Boah, ja, der Rabona sitzt. Oh, nicht schlecht. Und jetzt setzt mal eine Grätsche an. Guck mal, ob eine Grätsche auch funktionieren würde hier. Jawohl. Funktioniert schon. Okay, der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Yes. Welchen Schuh wird er nehmen? Oh, der streichelt da schon ein bisschen länger das Nike-Zeichen. Wenn er jetzt die Nikes nimmt, dann habe ich gewonnen. Dann hast du gewonnen. Ne? Sonst ist unentschieden, wenn er die Predator nimmt. Yeah. Ne? Ich gebe den die Nike. Oh. Sorry, Brudi. Nicht schlimm, Bruder, alles gut. Aber Nike ist meine Marke. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ah, keine 3-Streifen-Gang. Ciao, ne? Bezahl die dann, ne? Viel Spaß. Ciao. Du weißt ja, wo die Kasse ist.
So, wir sind wieder back, Freunde, alles gekauft natürlich. Seid ihr bereit für den Eli? Jetzt sag mal, das ganze Outfit vom Eli, er sieht echt maschallah hübsch aus. Fresh. Ich hab Eli noch nie so fresh gesehen. Also seid ihr bereit? 3, 2, 1. Da ist er! Alter, die Menüjacke, die ballert, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob das auch fruchtet und du öfters Tore schießt. Jetzt zeig mal bitte das geile Trikot noch da drunter, weil das hat der Holz ja auch richtig gut ausgesucht. Das ist das Einzige, was ich da ausgesucht. Muss ich sagen. Stimmt! Es ging auch 3-1 an mich, ne? Drei Teile habe ich ausgesucht. Aber das ist auch schon edel, dieses Ding. Also das sind die Schuhe, die Fortuna-Hose, man kennt's. Natürlich das Real-Trikot dann und die Menüjacke drüber. Also. Aber es ist fresh, Freunde. Bewertet dieses Outfit. Ich finde es sehr geil. Ihr könnt jetzt auch in die Kommentare schreiben, wen sollen wir als nächstes einkleiden? Ja, so, nehmen wir uns einen von unseren Freunden oder ja, Freundinnen, oder Bekannten. Von den Bekannten. Und dann vielleicht auch einen zweiten Teil vorne. Genau, und lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr. Es ist jetzt Weihnachtszeit, da gönnt man. Lasst ein Abo da. Bei Nikolas habe ich gehört. Nikolas und Nico Lukas. Und Eli hat das letzte Wort. Haut da rein.